Ja Leute, herzlich willkommen zu einem kurzen Video. Mal wieder ich vor der Kamera, weil ich ja nicht so der Typ bin, der unbedingt Gameplays drunter legt. Wurde ja schon ein wenig darauf hingewiesen, warum ich denn, wenn ich um sie so mehr oder weniger nicht mag und ungern fahre, warum ich dann ein Video drunter lege. Und ja, deswegen lassen wir das mit dem Video drunter legen, ganz einfach. Und ich halte meine Hackfresse in die Kamera. Ja, und da sind wir auch schon beim Thema. Es soll noch mal kurz um das Video gehen, wo ich mich ja doch ganz schön, wo ich meinen Frust von der Seele geschrieben habe in dem Sinne, weil ja, deshalb, wie er schon rausgekommen ist, ich mag den Editor halt so übelst gerne und ich bin ja immer noch übelst ein Fan von dem Editor, weil er wirklich gut ist und weil man schnell gute Ergebnisse erzielen kann. Das Problem ist halt nur, wenn man es dann fährt, ist, ja, Und da ist halt auch, wenn man sich so weiter mit beschäftigt, ist mir aufgefallen, dass ich dann wirklich jetzt nicht der typische Omsi-Spieler bin, wo ich halt sage, gut, okay, es gibt ja genug Leute, die sagen, ja, also wenn ich jetzt hier von A nach B fahre, das reicht mir als Bus-Simulator. Ich finde es halt noch persönlich wichtig, dass da halt ein bisschen Abwechslung mit dabei ist und dass hier und da noch ein paar coole Sachen mit eingebaut sind. Also ich will jetzt nicht immer nur stur fahren, sondern mich würde halt eine Simulation eines gesamten Betriebes interessieren und das ist halt Omsi, ist es da nicht möglich. Und ja, deswegen, logischer Schluss in dem Sinne, Omsi ist halt nicht meine Simulation. Aber wie gesagt, ich bin ja jetzt nicht so ganz komplett abgeneigt. Ich möchte ja erstmal die Situation abwarten. Ich möchte erstmal abwarten, was halt so passiert bei Omsi. Es wird ja, wenn man diesen Community Question and Answer Thread liest, dann wird ja schnell klar, sieht man auch recht oft, dass die Janine sagt, ja, da kann man noch keine Auskunft drüber geben. Das heißt, auch auf Straßenbahnthema wird noch keine Auskunft drüber geben. Also würde ich jetzt mal so grob vermuten, dass da noch in der Richtung was kommt, dass sie aktuell halt noch nicht drüber reden dürfen. Bin ich mal gespannt, ist aber halt noch eine Vermutung. So. Ja. Und ein Grund, warum ich mich jetzt hier hinsetzen soll, auch sein, dass ich noch ein paar Kommentare aufgreife und dazu rede. Erster Kommentar ist, den ich nicht nachvollziehen kann, beziehungsweise was dann wieder als Feedback, also was ich jetzt als Feedback für mich werde, dass es in dem Hauptvideo nicht rausgekommen ist, dass Leute gesagt haben, ja, wenn du kein Omsi magst, wieso hast du dann so 1000 Videos zugemacht? Da muss ich aber mal kurz einhaken und ein ganz klar sagen, mir macht der Editor ja immer noch Spaß und das ist hauptsächlich der Editor, dann würde ich auch noch in 100 Jahren Videos zumachen, wenn ich halt nicht sagen würde, ich würde meine Zeit lieber anders investieren. Weil zum Beispiel jetzt für Lichtenbräu, okay, da arbeitet man mal in der Woche eine Stunde dran. Das ist jetzt nicht der übelste Zeitaufwand, jedoch was sehr viel Zeit verschlungen hat, was ich eigentlich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann, war die Straßenbahn-Map, weil ich habe zwar viel dran gebaut, aber das sind halt so viele kleine Sachen, wo man dann sagt, das verschlingt sehr viel Zeit. Und ich möchte halt, wie gesagt, meine Zeit jetzt ein wenig besser investieren, aber da ich jetzt Ferien habe, okay, ich zocke die ganze Zeit, nicht. Das wüsste ich. Nee, aber auf jeden Fall, dass ich da ganz gerne programmieren möchte, weil, wie gesagt, das hatte ich auch in den Kommentaren dann beantwortet, ich habe ja irgendwo noch den Berufswunsch des Programmierers und da kann man sich nicht einfach hinsetzen, ja, hier, ich habe Informatikstudium, ich habe eine Ausbildung dazu, das reicht einfach nicht. Man muss A, auf dem aktuellen Stand bleiben und B, sich immer mit beschäftigen, immer auch neue Sachen dazulernen. Das ist ein weites Feld, die Programmierung, da kann man in 100 Jahren noch was dazulernen, weil es auch immer wieder neue Sachen gibt, davon abgesehen. Und da muss man sich halt auch hinsetzen und darf da nicht einfach sagen, kommt, was kommt. Das reicht einfach nicht. So, das ist halt ein Punkt. Und weil ich es ja vorhin noch angesprochen hatte, was mir sehr missfallen hat, ist dieses Thema Spaß. Und zwar wurde halt gesagt, ja, hier, hatte ich ja gerade schon erzählt, dass ich halt diese Videos angeblich ohne Spaß gemacht haben sollte. Und das ist halt eine Sache, wo ich sage, die stimmt erstens nicht. Und zweitens wäre das schon fast üble Nachrede, muss ich sagen, weil in dem Sinne habe ich
Gottes Willen, ich habe über 100 Videos bei der Bastelstunde, OMSI 1 sind knapp 100 Videos und so weiter und so fort. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass ich da übelst gelangweilt dahinter gesessen habe. Was man sagen kann, ist vielleicht, also was ich sagen kann, ist, dass ich durch manche Sachen von OMSI halt die Lust verloren habe an die Let's Plays. Man muss halt wirklich, also ich muss halt wirklich strikt trennen zwischen Let's Plays und dem Editor. Der Editor macht nach wie vor Spaß, Let's Plays hat nur bedingt aus dem Grund, zum Beispiel, was mich dann am Busfahren sehr gestört hat, war die Auto-KI und auch ein bisschen die Fußgänger-KI. Gerade die Auto-KI, weil man also ich habe mir immer den Vorsatz genommen, ich möchte jetzt ein Let's Play aufnehmen, ich möchte ordentlich fahren. So, dann fährt man recht ordentlich, aber dann sind halt so OMSI-spezifische Punkte, die halt einfach nicht funktionieren. Das ist zum Beispiel, wenn man jetzt eine gleichrangige Kreuzung hat, rechts vor links, das kriegt man in OMSI nicht gebacken. Die Autos fahren A, wie sie wollen, B fahren die Seite, wie sie wollen. So, und da verliere ich so schnell die Lust, wenn mir, da hatte ich zum Beispiel die letzte Testfahrt bei, nach Lichtenbräuch, wo ich bis zum Einkaufszentrum gefahren bin. Da hatte, das hab ich, musste ich eine Zweitaufnahme starten, weil ich bin aus dem Betriebshof raus, links rum, da kommen zwei gleichrangige Kreuzungen, an der ersten ist mir einer reingefahren. Ich habe gedacht, scheiße, jemand dann. Weil das ist wirklich zum Kotzen, dass das, wenn man sich dann halt, man setzt sich im Editor hin, man macht, man tut und man macht sich Gedanken, wie könnte man das auch abwechslungsreich gestalten. Und im Ende funktioniert es dann sie nicht. Das ist immer, das ist eigentlich jetzt mein größter auch Kritikpunkt, neben halt der Informationspolitik, wo man sagt, gut, okay, man könnte ja sagen, das wird vielleicht behoben, aber jetzt war zum Beispiel in den Topic, der war jetzt am 27.07. war der wieder offen, da wurde halt direkt nachgefragt, was macht jetzt doch Marcel? Er gräbt nach Fehlern. Das ist die Antwort, die ich mir erhofft habe auf Doom. Nein. Man kann es doch eigentlich sagen, an welchen Fehlern gerade gearbeitet wird. Es kann nicht sein, dass der sich jetzt hinsetzt, ja, jetzt fahre ich mal 3 Stunden OMSI, was mir auffällt, das behebe ich oder so. Das glaube ich nicht. Ist für mich nicht nachvollziehbar in dem Moment. Und muss ich sagen, what the fuck? Kurz gesagt. So, ich kann das halt nicht nachvollziehen. So, und dann war halt noch ein Punkt zu dem Thema Spaß. Da war ja im OMSI-Forum, hat da jemand das gepostet gehabt, was ich halt nicht wirklich wollte. Aber ich muss sagen, es blieb recht ruhig. Das finde ich halt, weil man weiß ja immer, jetzt noch 3-4 Jahren OMSI-Forum, dass da nicht immer alles so glatt läuft, dass da auch viel dann immer Hickhack gemacht wird, gerade wenn man zum Beispiel sagt, wie ich es im Video getan habe, dass ich TML-Simulationen mehr mag und sowas. Also, da kommt dann immer sonst was bei rum, aber es blieb ruhig und das fand ich gut. Das Einzige, was mich halt gestört hat, war diese Nachrede mit dem Spaß. Das finde ich halt jetzt nicht wirklich prickelnd. Und da hatte ich dann als letzten Post noch gelesen von jemandem, dem ich das nicht zugetraut hätte, dass er halt, am Ende war es ironisch gesagt, hat er sich dann nochmal bei mir so gesehen, also beim Julian hat er sich dann entschuldigt und der Julian hat es an mich gepostet, wo ich aber sagen muss, er hätte sonst was auf die Schippe nehmen können, er hätte De-Abo-Welle und die Chance, die sterben oder so, das hätte auf die Schippe nehmen sollen. Das ist mir in dem Sinne furzig egal, sowas gibt es immer auf YouTube oder OMSI-Forum oder sonst wo. Aber nicht den Punkt, dass du sagst, gut, okay, der hat es ohne Spaß gemacht. Das ist ein Punkt, den ich mir nicht nachsagen lassen möchte, weil das einfach mal nicht stimmt. So, und deswegen ja nochmal die Entschuldigung, falls du siehst, die Ironie konnte ich da einfach nicht rauslesen, beziehungsweise fand ich sie in dem Punkt unangebracht. So, ja. Dann noch ein zweiter Punkt, weswegen ich dieses Video mache, ist, es wurde auch in den Kommentaren natürlich dann diskutiert, was man für eine Simulation nehmen könnte, die Straßenbahn unterstützt. Das ist ja schon mal der erste Kompromiss. Da geht's auch um das Thema Kompromisse, aber man muss dazu sagen, ich möchte jetzt wirklich mal sagen, eine Zugsimulation, schön und gut, aber weil ja auch gesagt wurde, ja, TS 2014 ist das Beste, also einer ist da rumgeraten, ah, TS 2014 und toll und Trains scheiße und was ist bei dir los, chill mal deine Base, ganz einfach, weil
Der TS 2014 hat einen großen Nachteil. Irgendwelche Fußgänger oder Autofahrer, die einfach mal für die Tonne, das kann man einfach nicht nehmen. Das ist einfach Quark. Und ja, das ist halt der Punkt, wo ich sage, braucht man nicht. Weil auf der einen Seite kann man sehr viel machen mit TS 2014, aber man erstellt wieder eine Landschaft, die dann halt ohne Fahrzeuge, achso, ohne KI-Autos gefühlt und ohne Fußgänger da rumoxidiert. Schade. Und außerdem müsste man da, um das besser zu formulieren, recht viel machen, um wirklich eine gute Map, denke ich mal, darzustellen. Das ist jetzt halt der Punkt, den ich dann sage. Ja. So, jetzt müsste auch langsam mal die Aufnahmezeit für die Kamera vorbei sein. Die maximale Videolänge, die geht, sind 12 Minuten. Danach geht die Aufnahme zu Ende. So. Und deswegen hoffe ich mal, dass da ein bisschen Klarheit noch geschaffen wurde zu dem Thema. Und wie gesagt, komplette Fazit ist, was ich jetzt mal so offiziell als Statement abgeben würde. Ich warte einfach mal ab, was passiert. Wie gesagt, ich bin ja jetzt nicht komplett abgeneigt. Mir juckt es auch manchmal meinen Fingern wieder mit dir zu arbeiten, aber ich möchte dafür meine Zeit aktuell sinnvoller nutzen. Da kommt es mir ein bisschen gelegen, dass irgendwie nicht ganz so funktioniert wie so. In den Kommentaren wurde ja auch dann gesagt, ja, der GT 8S und der braucht ein gutes Zuhause und ja und Gedöns, und im Endeffekt muss ich mal so sagen, dass ich gar nicht weiß, inwieweit Julian aktuell an OMSI schraubt, weil er selber hat ja auch ein Video dazu gepostet, dass er aktuell nicht ganz so gerne OMSI affin ist. Klingt doof, ist aber so. Und da weiß ich jetzt gerade gar nicht, inwieweit das dann überhaupt in der nächsten Zeit rauskommt. Ich vermute, denke ich mal nicht, auch aus dem Grund, dass ja noch einige Arbeiten zu tun sind. Weil wie man siehst du ja hier, wenn irgendwelche Leute schreiben, ja, der ist doch schon fertig, wann kommt der? Der ist noch nicht fertig. Aus dem Grund, dass halt noch gerade bei den Skripts viel zu machen ist. Und das sieht man ja halt nicht. Wenn man jetzt die Skripts anschaut, dann, wenn man den Wagen anschaut, da sieht man ja das 3D-Modell. Das 3D-Modell ist so ziemlich fertig, aber die Skripts halt nicht und die sieht man auch nicht in dem Sinne. Naja, so, das war es, denke ich mal, von meiner Seite aus. Ich habe jetzt übrigens, Fun Fact am Rande, habe ich es doch noch geschafft, über die 12 Minuten Aufnahmezeit drüber zu kommen. Und, ja. Übrigens, was mich interessieren würde, um mal den Wortkauderwelsch wieder zu ordnen, ob ich öfters mal solche Videos machen soll, wo ich zu einem bestimmten Thema mich vor die Kamera setzen soll und einfach drüber reden soll, könnt ihr vielleicht auch mal Themenvorschläge vorschlagen, super Sache. Aus dem Grund, dass ich jetzt gerade viel Zeit habe in dem Sinne, weil ich Ferien habe bis Oktober und auch Zugriff auf die Kamera und auf die Softbox und auf die ganze Ausstattung und so weiter und so fort. Das hilft dann enorm, weil von Gürtels aus geht es ein bisschen schlecht. So, jetzt sollte es aber langsam mal dem Ende zugehen. Auf der rechten Seite könnt ihr abonnieren. Links gibt es das letzte Video, kommt dann wahrscheinlich in die Playlist Real Life und drunter die Playlist Real Life. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.